Denn jetzt brauchen die Slowaken wieder drei Treffer. Guter Laufweg, Zvirčič löst sich von seinem Gegenspieler. Der steht daneben, schaut ihm bewundernd zu. Stefan Becker lässt ihn einfach tun. Und dann ein guter Aufsitzer vor dem Tormann, auf den Boden gesetzter Kopfball. Er schaut wieder nicht glücklich aus, Markus Hruška, aber der...